Es schneit! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft. Nee, Anno 1800. Nee. Bei uns hat es gestern geschneit. Es lag Schnee in Ostfriesland. Eine Sache, die normalerweise alle 10 Jahre vorkommt. War auch das nur für ein paar Stunden, aber immerhin. Wo haben wir denn bitte 400? Ach ja, wir haben ja unsere Fensterproduktion um 300% erhöht. Ja, und du wolltest eigentlich die Sachen verkaufen, hast es dann aber nicht gemacht, ne? Nee, ich hab da den zügigen Zarok, aber irgendwas wollte ich ja machen. Ja, du hast das schon gebaut, aber hast das Schiff nicht zurückgeholt. Wie immer hat er nicht aufgeräumt, der Zarok. Uns fehlt West. Da hatten wir ein bisschen was erhöht. Ja, das ist Arbeitskleid. Ja, aber ich wollte das jetzt aufwerten, weil es hat gemeckert. So, de Mehl geht auch zurück und de Korn, aber da warten wir mal ein bisschen ab. Das könnte auch jetzt sich nochmal regulieren. Brot ist auch immer noch gut dabei. Seife auch, Bier auch. Da zieht auch alles gut. Where's all the room gone? Weg, auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben wir ein leichtes Missverhältnis zwischen Paprika und Rindfleisch, habe ich das Gefühl. Ja, aber Rindfleisch ist ja Jagd. So. Oder sowas. Nee, Jagen ist Felle. Wir was habt ihr denn hier schon wieder Problem? Fehlende Waren. Achtung. Hier fehlen Seifereien. Offensichtlich. Nee. Aber vielleicht korrigiert sich das auch noch. Kann auch daran liegen, dass sie einfach zu wenig Transporter sind. Jetzt haben wir keine Ziegels mehr. Das halte ich für ein Gerücht. Ja, können wir nicht so lassen. Okay, also, Wurst geht auch inzwischen hoch. Ich glaube, das haben wir ausgebaut. Allerdings geht die Wolle runter. Ja, die Schweinsköpfe gehen runter. Ja, das können sie auch erstmal. Wir sind ja hier am Limit. Wenn wir sehen, dass das auf Dauer weniger wird, müssen wir da einschreiten. Aber ich glaube das fast noch nicht. So, ich wollte jetzt erst einmal Folgendes machen. Du da nimmst 200 Tonnen Fensters mit. Und fährst in die alte Welt nach Mühlgrundreiplatz. Der gibt aber Gas, du. Ja, ist ja auch der zügige Zahlrock. Der gammelige Gotti dagegen hat nur einen Slot. Das ist ja nervig. Haben wir nicht noch irgendwo ein anderes Schiff rumstehen? Nee. Der Jute Jormund wohl. Ja, aber der muss ja. Der hat ja Bier zu schaufeln. Haben wir nicht irgendein zweites Schiff als Rumschiff dahingestellt? Ja, ich glaube auch. Der mopplige Mono, da direkt dahinter ist der Wichtschmich. Die fahren quasi hintereinander oder ineinander, wenn ich das mal so sagen darf. Der gibt aber mehr Gas als der mopplige Mono. Ja, weil der weniger beladen ist. Das macht ja was aus. Naja, das wird sich schon irgendwie einpendeln. Wie Wichtschmich da an. Aber was wir dann auf jeden Fall hier wahrscheinlich brauchen, ist mehr von diesen Dingen. Lagerkapazität. Genau. Das ist auch ein Riesen. Dass das gleich die gleiche Lagerkapazität findet wie das hier. Ist ja auch irgendwie ein Witz. Ah, wenn man ranzoomt, spawnen die Sachen nach. Okay. So, ich übertreibe mal wieder ein bisschen. Der zieht jetzt super aus. Weißt du was, Zarok? Ich kann das umschalten. Oh. So. Ein Bötchen. Ein Schiff, Kuder. Warum ist das ein Dampfschiff? Warum ist da so viel Fisch drauf? Die wollen doch nur irgendwie noch Fischöl, okay. Wir nehmen nur das Öl von denen. Den Rest schmeißen wir wieder weg. Nee, der kommt zurück ins Meer. Muss ich wieder Alligatoren finden. Fertig. Das sind immer die liebsten Aufgaben. Ah, wir haben die zur Expedition geschickt, haben wir den neugierigen Nerk. Den neugierigen Nerk, noch. Ja, mein Tiefgang-Schleppnetz. Eiselhase? Was? Warum ist das jetzt weg? Ich wollte das lesen. Was macht das? Beeinflusst die Fischereien und Perlenfarmen. Das können wir ganz gut gebrauchen in Mjörkundrei 2. Ja, hier haben wir keine Fischereien. Oh nein, Afrika. Afrika. Was willst du denn von mir hier? Marquis von O. Abhol. Haben wir da hier überhaupt noch ein Schiff jetzt? Ja. Also. Wen denn? Das wollte ich jetzt eigentlich kaufen. Warum darf ich das nicht? Muss man da ein Schiff hinfahren, um das Schiff zu kaufen, oder was? Wir wenden uns an die, denen wir trauen. Siehst du, wir haben hier doch noch ein Schiff. Jetzt hast du den Silberstreif. Wen haben wir denn noch nicht? Wir haben alle schon, ne?
Ja, Jormund hatten wir dreimal. Ja, der stirbt ja auch immer. Der ist gesunken. Den gammeligen Gordi haben wir. Den Moffeligen. Wir haben noch nicht den. Die grandiose Conre. Grandiose Conre. So, was sollen wir denn hier machen? Holen Sie 4 Treibgut. Das kriege ich hin. Wo ist es? Da. Da ist 4 Treibgut. Die Frau braucht können doch nicht Hilfe den Gonrill vergessen. Das war noch Formel 1 Zeiten, als wir den in 3 Runden das zweimal überrundet haben. Wie könnt ihr mich denn in 3 Runden zweimal... Nee, ich glaube, er hat sogar gesagt, in 2 Runden dreimal überrunden. Kann dieses Geheimnis entschlüsseln? Eine Enigma-Aufgabe. Wir dürfen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Das ist, glaube ich, ein Rätsel, ne? Sie auf angeforderte Gebäude klicken. Ja, was ist denn das Rätsel? Klicken Sie auf das Gebäude, was dem Rätsel entspricht. Was ist denn das Rätsel? Was ist gelb und lecker, aber grün und braun gar nicht so appetitlich? Sind Sie grün oder braun? Weckt die gebogene Frucht. Ja, in mir kein Vertrauen. Da sage ich nur, das ist eigentlich eine Aufgabe für Wicht Schmicht. So schlecht wie gereimt das ist. Das dürfte doch eine Banane sein. Du musst nur auf das Gebäude klicken, auf die Bananerei scheinbar, oder? Wir haben super Phosphatdünger. Ist nicht umweltschädlich? Jetzt, warum geht das immer so schnell weg? Ich kann überhaupt nicht lesen, was das macht. Ja, die Umwelt kaputt. Quatsch. Ein bisschen überdüngen hat niemand geschadet. Anzahl Module plus 35. Können wir noch mehr drauf machen. Aber das geht nur, wenn das man in der Handelskammer auf Dings. Das ist immer sehr nervig, wenn man das macht. Alter, jetzt haben wir den Aristokratenkontur. Irgendwas ist mit unserer Expedition los. Nee, aber warum stand da eine 1? Weil eine Expedition unterwegs ist vielleicht. Okay. Kann ich so akzeptieren. Ja, das ist ein Depot. So, wir gucken nochmal. Wie sieht's mit Schweinsköpfen und Co. aus? Warum ist hier jetzt nur die Hälfte da? So. Was ist das jetzt eigentlich für eine Mucke von der Börse gerade? Von der Börse? Das jetzt nicht mehr. Ist die offizielle Börsenmusik oder was? Ja, das ist die Nationalhymne der Börse. Jetzt könnte ich da einen gemeinen Gag zu machen, das lasse ich aber mal. Mhm. Bier nimmt stark ab. Ja, weil wir keine Körner haben. Doch. Aber Dosen haben wir gut. Ich ignoriere das jetzt erstmal. Was ist hier eigentlich für ein Rumgefahr vor meiner Haustür? Ich muss mal kurz gucken. Scheiße zusammen, Herr Gurix. Scheiße zusammen. Die Post war da. Oh, der neue iPhone gekommen. Ein iPhone? Bin ich bescheuert. Apple-Produkte. Auch die alte Dame ist verlassen. Die Menschen, da kommt Paprika und Belzes. Wo bleibt der moppelige Mono? Wir brauchen den Rum. Den Rum für die Regierung. Die Flunder. So, guck mal, da mache ich mich auf zur Expedition. Da ist der neugierige Nerd. Ich bin ja auch echt schnell, ne? Ich sag dir, wir brauchen ein Dampfschiff. Oh. Was hast du jetzt gemacht? Kann man irgendwas kaufen? Hallo, Belohnung. Ja, ist ja schon gekauft. Wir haben das hier schon alles. Du hast das schon. Ja, ich habe jetzt einen Skin hier. Blaues Meerskin. Für 135 Us. Was sind denn Us? Ich habe die theoretisch, habe ich die. Nee, das ist geschlossen. Ja, geschlossen. Zur Anwendung ist. Aber das muss dann jeder stehen. Nee, ich will mir das jetzt nicht kaufen. Gut, dann halt kein Skin. Kauf mir doch keine Skins, außer ein Starcraft 2. Die Tetris-Mucke ist zurück. Was sind hier eigentlich für 180 Schiffe irgendwo gestrandet? Guck mal, da ist eine Höhle. Kann man da First Person reingehen? Das wollte ich auch gerade testen. Nein, ich glaube nicht. Landen, wo landen ich wir hier? Da nicht. Wo sind wir denn jetzt? Wo war die Höhle denn? Ganz da hinten. Hier irgendwo. Ja. hat er die Kamera noch gedreht? Ja, du bist nicht eingenordet. Da, das ist nämlich außerhalb der Map sogar schon. Das ist bestimmt das nächste DLC. Die Höhle von Trelawney. Mühe Kundrei 2. Die endet hier. Da finden wir dann die
Bei den Bären. Da finden wir dann die unterirdische Welt der Dinosaurier. Was ist hier noch? Hier ist ja echt ganz schön viel versteckt dafür, dass man das alles überhaupt nicht nutzen kann, ne? Ja. Ich meine, das ist ja auch eigentlich eine Rieseninsel, die hier einfach so endet. Abgeschnitten. Ja, da geht eigentlich noch weiter. Ja. Das ist sogar ein See. Wie gut, dass was oben ist, ist halt Festland, ne? Und das gibt in Anno nicht. Gibt kein Festland. Außer in, der Arktis, wo es irgendwie so Hochplateaus gibt. Das stimmt, ja, das ist aber auch kein Festland. Das ist mehr so gefrorenes Land. Uns fehlen Waren. Uns fehlen Waren. So, eigentlich wollten wir ja mal gucken, dass wir hier demnächst noch mehr Ingenieuris kriegen. Ja, brauchen wir aber rum. Ja, und Pelze haben jetzt auch noch nicht so ich viele. Ich trink rum. Du trinkst rum. Wir alle sind hier wegen dem Rum. Ich guck mal, wie viel hier er mitnimmt. Das ist schon E-Gamer. Lad mal ein bisschen Felle ein hier. 16 Tonnen, die naja. Des Konkurrenten wurde eingenommen. Oh, diese Insel, Zalrock, wurde eingenommommen. Wo sind wir denn jetzt? In Ebenezer. Warum schießen da Laser? Was? Es ist schwer vorzustellen, wie es alle werden so erleichtert sein. Was soll ich denn machen? Versorgen Sie mit 14 Tonnen Ziegenmilch. 14 Tonnen Ziegenmilch. Haben wir das nicht geschafft? Ja. Easy. Ich liebe ja solche Aufgaben. Und hier ist das Fest zu Ehren Hythias. Wer ist Hythia? Genau. Der göttlichen Mutter des Handels. Genau. So, irgendwo ist ein Schiff angekommen. Nee. Nee. Die Impfung ist schon auf dem Weg. Warum brauchst du da jetzt so ein Hospital? Ich hab's umgebaut, weil das nicht in Range war. Jetzt muss das doch wieder ja, aber es war vorher nicht in Range. Wo ist denn das Schiff? Hier. Du sollst nämlich direkt da. Zum alten Nate fahren. Das ist nicht der alte Nate, das ist N-Harlow. Hier musst du hin. Das ist auch nicht der alte Nate, aber da kannst du trotzdem hinfahren. Das ist Sir Archibald Blake. Wir haben ja noch Frieden mit der Piratin, ne? Hoffe ich. Das ist das falsche Menü. Das auch. Das ist das falsche Menü. Ja, wir haben noch 8 Minuten 40. Pack. Beeil dich mal. Erstmal gucken, wie es da geht. Die Lager sind oh, hier haben wir auch ganz viele Fensters. Hier sicher. Kannst du jetzt mal die Impf-LKWs da losschicken? Ja, die werden. Hoffentlich sind es keine bayerischen. Sie wird alle verkacken. Wo war das, wo sie irgendwie Leute in Bayern. Fünffache-Dosis reingeballert haben? Nee, das war irgendwo anders, das stimmt. Aber besser die Fünffache, als man muss das alles wegschmeißen. Wie in Oberfranken. Wir haben so wenig Impfstoff und wir haben einen Impfstoffengpass. Ja, andere Leute haben dafür für fünf Leute, sind dafür für fünf Leute geimpft. Der Fischreier. Wie funktioniert das überhaupt? Ich muss mal kurz in den Garten rennen, der Fischreier ist da. Mach mal kurz weiter. Der Fischreier? Okay, der Fischreier ist da offensichtlich. Keine Ahnung. Scheinbar so ein Nordkult. Ja, wo waren wir denn jetzt? Das nächste, was wir angehen müssen, das wäre quasi der Stahlbeton oder Electricity. Öl, das ist das nächste, was ich angehe. Öl. Okay, ich gehe Stahlbeton an. Wir werden beobachtet. Spiel Rohstahl. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. So viele Eisen-Ingots. Das heißt, wie viele? Null, okay. Da müssen wir noch was dran ändern. Kohle haben wir auch nicht so viel. Ja, reicht aber. Die Fischreier ist vertrieben. Nee, ich bin jetzt wieder dran, Zarok. Also, ich wollte gerade den Stahl. Was ist los? Warum verlieren wir ganz viel Geld? Ach, jetzt weiß geht's nicht, wieder weil irgendwas aus ist. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg. Jaha. Auch die alte Dame ist ihr Hafen wird nein! Angegriffen. Warum? Wie, mein Hafen wird angegriffen? Das stimmt überhaupt nicht. Die Waffenruhe wurde beendet. Diplomatie. N-Halo. Wie ging das denn mit Nicht-Angriffspakt? Waffenstillstand erbitten. Dachtest du, du findest, das war ein Sturm? Gar nicht geguckt, was das gekostet hat. Ich habe einfach angenommen. 8000! Ei. Ihr Ansehen erleidet einen Einbruch. Macht nichts.
Nee, ich wollte dich gar nicht. Ich wollte eigentlich zu dem Schiff. Schiff? Wo bist denn du? Oh, da hat der gammelige Conny hat ihn schon weggeballert. Ja, so viel Geld. Ja, aber wir haben es übrig. Ich glaube, der Rum ist wieder aus, oder? Ja, möglich. Oder die Pelzmendels. Hat er jetzt eigentlich hier die Pest aufgelöst? Ja. Ja. Ja, wie gesagt, das nächste Mal, ich machen wollte, war der Stahlbeton. Ich mach mal, dass wir jetzt Nacht haben. Warum? Oder dass wir mal einen Zyklus haben hier. Ist ja sonst langweilig. Warum haben wir eigentlich keinen Zyklus? Weil das deaktiviert war. Warum? Wahrscheinlich, weil man nichts sieht im Dunkeln. Also, ja, wie gesagt, ich wollte jetzt hier Stahlbeton angehen. Ja, das kannst du in deiner Folge gleich machen, die ist ja gleich schon. Okay. Ich guck so lange hier mir einfach mal an, was wir so schon gemacht haben. Ich baue einfach noch ein bisschen mehr von allem. Ja, ich bin ein großer Freund sowohl von Stahl als auch von Beton. Ja, komm hier. Zack. Und dann... Zack. Das ist ein großer Fehler. Nö, wir bauen gleich einfach ganz viele Bauern nach. Wir wollen 30.000 Leute haben, Zarok. Ja, dann baue jetzt mal ganz viele Bauern nach. Ich habe 200 Tonnen Holz, da kann ich mir sofort von bauen. Warum ist hier eigentlich nichts gebaut? Hier darf auch was hingebaut werden. Ja, weil da Dingens ist, das Gerät, da halt, das Marktplatz. Ja, aber das macht doch nichts. Das haben wir doch hier auch gemacht. Muss nur symmetrisch sein. Erstmal ein paar Wege. Diese Kasten. Oh, kannst du mal diese Wegenden auch bauen? Dankeschön. So. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. So. Ist das richtig? Ich muss mal einmal kurz hier ein Haus bauen. Okay, also es geht ein Haus in der Richtung. So, was? Und dann also hier quasi. Und dann ist das hier abgeschlossen. Ah ne, das ist sowieso noch falsch. Wir müssen das ab hier machen. Hier ist das. Und der muss dann wieder weg. So, das ist die freie Fläche. Muss ja alles seine Ordnung haben, nicht wahr? Ich baue schon mal vor, weil ich weiß, dass Zarok gleich dran ist und sich sonst nicht dran hält. So. Ich denke, fand ich 17.01 auch das beste Anno, weil da brauchst du diese ganzen Straßendinger nicht. Da kannst du einfach. Ja, dann kommt die Feuerwehr und nicht durch und alles kaputt. Das hier sieht schon wieder so DDR aus. Nee, DDR hieße, das wäre alles kaputt. Naja, wir hatten ja die Seuche erst. So, ja, aber wir haben uns dagegen gekümmert. Das ist der Unterschied zur DDR. Da kommt wieder Trecker rein oder so. So. Fürchterliches Gedudel. Das ist die alte Nate-Mucke, glaube ich. So. Wir haben schon wieder genug Bauern. Ich brauche gar keine mehr bauen. Sagte er und baute Bauern. Jetzt brauchen wir gleich wieder alles mehr. Ja. Ich will mehr Schiffsverkehr. So, meine Damen und Herren. Mach das mal lieber. Wer ist er überhaupt? La Fortune. Ah ja, Jordi LaForge. Man. 16.000. Ihre Zustimmung ist mir ebenso recht und... Kriegserklärung. Wenn ich jetzt Ja sage, erklärt er mir dann den Krieg oder nicht? Ach, hier ist die Forderung, ne? Ja.
Ja. Sie sind zu großzügig. 140.000 Geld schmelzt, sag ich immer. 1.000 Euronen. Auch mal lieber hier schon mal. Irgendwann müssen wir uns mal mit Jordi LaForge anlegen. Ja, irgendwann. Also ich glaube, du müsstest gleich auch nochmal dafür sorgen, dass wir ein bisschen mehr Pelze hier, also die Dinger haben. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Paprika. Wobei Paprika geht vielleicht noch, aber das hier ist definitiv zu wenig. Fälle müsstest du gleich nochmal gucken, weil ja, ich sage an dieser Stelle, das war's für heute. Es wird dunkel. Hier oben rechts müsst ihr vorher klicken und jetzt sagt von mir und euch einen schönen Tag. Holy Macht's shit. Gut. Tschüss.